Moin, Servus und herzlich willkommen zu einem weiteren Tutorial. Und zwar heute werden wir uns etwas um den Style von unseren Image-Fader oder von unseren Image-Slider, den wir in einem der letzten Folgen erstellt haben, kümmern. Das heißt, wir werden ihn etwas ansprechender gestalten und euch dabei einige Tricks, CSS-Tricks zeigen. Und wir werden den Image Slider auch so gestalten, dass wir nur an einer Stelle die Breite und die Höhe ändern müssen und unser Image Slider dann sich perfekt an die Höhe und die Breite anpasst. So, beginnen wir mal mit der Border. Die kann man weglassen, wenn man möchte. Dann hat man nur das Bild. Und dann hätte ich gesagt, ja. Falls ihr das letzte Tutorial nicht gemacht habt, wo wir den Image Slider erstellt haben, dann seid ihr jetzt wahrscheinlich nicht so weit wie wir hier. Dann müsst ihr den Code, also entweder ihr macht das Tutorial, das verlinke ich dann hier unten, oder ihr ladet euch den Code bei GitHub runter und dann müsst ihr natürlich in eure Indexdatei erstellen, den genau so ausschauen sollte. Und ihr müsst dann natürlich ihr müsst einfach den Instruktionen auf GitHub folgen, dann schafft ihr es auch soweit. Okay, dann hätte ich gesagt, machen wir mal ein Box Shadow und Box Shadow. So, und das hat jetzt einige Parameter, und zwar 5, um genau zu sein. Ja, man kann sogar 6 Parameter angeben. Der letzte ist die Farbe. Das ist jetzt weiß, machen wir schwarz, sonst erkennt man nichts. So, der erste Wert ist der Abstand oder die Größe auf der linken Seite. Das heißt, wenn wir das hier jetzt auf 3 stellen, dann geht der Box Shadow 3 Schritte in die Richtung. Wie ihr seht, haben wir unseren Box Shadow, vielleicht machen wir es mit 25, damit es klarer ersichtlich ist. Jetzt haben wir auf unserem Window hier einen Schatten, der 25 Pixel nach links gedrückt, also nach rechts gedrückt wird, weil der Abstand vom linken Rand gezählt wird. Der zweite Parameter ist das H-Gleiche, nur diesmal von oben, von top, drückt der 25 nach unten. Okay, dann schauen wir uns das an. Speichern müssen wir natürlich. Und nun haben wir unseren Box Shadow 25 Pixel nach rechts gedrückt und 25 Pixel nach unten gedrückt. Der dritte ist der Blur und der sagt jetzt, wie viele Pixel das ausblurren sollte. Und wenn wir hier 25 Pixel angeben, beginnt er bei 25 den Blur zu machen, wie ihr seht. Und blurrt noch zusätzlich 25 hinzu. Der letzte Parameter, da bin ich jetzt, das ist jetzt von der Mitte ausgehend der Rand. Also das kann man euch jetzt leichter erklären, wenn man hier alles auf 0 stellt. Und den Blur auch auf 0 stellen. Wenn wir jetzt hier auf 25 gehen, dann geht er in jede Richtung 25. Das heißt, er drückt von allen Seiten nach draußen. Das ist der vierte Parameter und der fünfte ist die Farbe. Das können wir jetzt weiß machen, das wäre jetzt nicht so sichtbar, aber wir können das natürlich auch in Grau machen. Ja, und wenn wir natürlich unseren Rahmen hinzunehmen, ist unser Rahmen natürlich vor dem Schatten. Das heißt, wenn wir das jetzt nicht grau machen, sondern wenn wir das vielleicht weiß machen, können wir hier einen weißen Rahmen sehen. Okay,
Jetzt möchten wir natürlich hier keine 25 Pixel Rahmen haben, sondern wir machen einen kleinen Blur. Haben wir 25 Pixel, was schon 25 Pixel aus. Ja, dann geben hier vielleicht 5 Pixel drauf. Und schon haben wir einen halbwegs schönen Schatten, wo unser Bild drauf liegt. Und ich finde, das schaut mit dem weißen Rahmen auch ganz schön aus. Wenn wir jetzt nun weiterarbeiten wollen, können wir natürlich unsere Kanten etwas abrunden. Die eckigen Kanten schauen schon sehr, ja, ist Geschmackssache. Dazu können wir einfach den Border-Radius setzen. Und hier sagen wir einfach, um wie viele Pixel der abgerundet werden soll. Wenn wir jetzt 3 Pixel angeben, wird der um 3 Pixel geklettert. Wenn wir jetzt natürlich 10 Pixel angeben, wird es einiges mehr geklettert. Wenn wir hier jetzt 500 angeben würden, dann wäre jetzt nur mehr ein kleiner Kreis zu sehen. Dann wär das schon fast ein Kreis. Wenn das jetzt 500 mal 500 Pixel wäre, also 500 in der Breite, 500 in der Höhe, dann wäre es ein Kreis. 750 Pixel geht gar nicht weiter. Ja, ich glaube so 18 schaut ganz okay aus. Machen wir es 12. Ja. Schaut schon etwas geschmeidiger aus, hätte ich gesagt. Ich finde, der Rahmen ist etwas zu breit. Ich finde, so ein Pixel weißer Rahmen schaut schon ganz gut aus. Nun können wir natürlich, wenn wir das Ganze nach unserem Tutorial gemacht haben und nicht nach unserem Image Slider. Ja, im GitHub wird es wahrscheinlich auch so sein. Haben wir hier die Breite eingestellt und keine Klasse übergeben. Wir wollen hier aber natürlich eine Klasse und wir geben der einen Namen und sagen Image. Und ich zeige euch jetzt noch, wie wir auf ein Image einen Schatten legen können oder auf ein Image einen Schatten nach innen produzieren können. Das heißt, wir machen jetzt ein weiteres Div direkt nach unserem Image, geben dem eine Klasse, weil wir es öfter verwenden, und das heißt Image Shadow. Sehr gut. Dann müssen wir hier natürlich einmal unsere IMG-Klasse ansprechen und hier müssen wir natürlich die Width auf 500 Pixel setzen und für unseren Image Shadow, da machen wir jetzt einen kleinen Trick. Shadow kommt ein Punkt davor natürlich und hier sagen wir jetzt erstmal Z-Index 99. Wenn wir das Ganze nach unserem Tutorial gemacht haben, werden wir danach nicht mehr unsere Buttons klicken können, weil die unter dem Image Shadow liegen. Wenn wir das Ganze abspeichern und jetzt neu laden, ja, hier passiert etwas. Irgendwas passiert. Aber auf jeden Fall nichts Gutes. Okay. Liegt sogar es liegt über den Bildern drüber. Da, nee. Schauen wir mal. Aha. Bilder sind weg. Komisch. Jetzt müssen wir mal kurz was ausprobieren. Okay, es liegt an dem Div Image Shadow. Image Shadow. Speichern das. Okay,
Da passt was nicht, aber das werden wir uns gleich nachher anschauen. Jetzt probieren wir mal auf ein Bild einen Shadow zu machen. Und hierzu machen wir mal den gleichen Border-Radius. Er muss ein bisschen kleiner sein, sonst sieht man die Kanten als das eigentliche Bild. Und nun machen wir einen Box-Shadow. Und auf diesem Box-Shadow machen wir die gleichen Angaben wieder oben. Und wir haben nun einen sechsten Parameter, den wir gleich am Anfang setzen. Das ist Inset. Das heißt einfach, dass der Schatten nach innen gelegt wird. Jetzt sollte das Ganze natürlich schon funktionieren. Glas, Glas. Bin wir das mal. Scheint zu passen. Nur, dass hier nichts passiert. Mal. Overflow visible. Aha, die sind jetzt untereinander. Geben wir dem einen Border-Radius von 12 Pixel. Schauen wir mal, was passiert. Die sind noch immer untereinander. Eieieiei. Warum geht sich das nicht aus? Setzen wir hier mal 499. Mal schauen. Sind noch immer untereinander. 500 Pixel. What the fuck? Okay, ich weiß was. Und zwar haben wir unsere Diffs natürlich jetzt nebeneinander, weil die auf der gleichen Höhe sind, weil sie innerhalb in dem Bereich sind. Und dieses Div natürlich auch Platz wegnimmt entsprechend. Deshalb müssen wir natürlich unser Image Shadow, die Positioning, absolut geben. Wenn wir das Ganze abspeichern, sollte das Ganze natürlich wieder funktionieren. Sehr schön. Scheint zu klappen. Dann können wir hier wieder auf Hidden setzen. Okay. Unser Image Shadow, funktioniert aber noch immer nicht. Also unser Shadow funktioniert trotzdem noch nicht. Okay, grau machen wir es mal. Weiß. Okay. Ich pausiere mal kurz. Ich bin wieder zurück. Ist natürlich ganz klar, wenn wir uns das Element anschauen, dieses Div, das wir hier innerhalb von dem Bereich haben, hat keine Größe. Wie ihr seht, das hat eine Größe, das ist blau hinterlegt und das existiert gar nicht. Also existiert schon, aber es hat keine Größe. Das muss natürlich auf die gleiche Größe wie das Bild kommen. Das heißt, wir setzen hier 500 Pixel und Height setzen wir 250 Pixel. Wenn wir das Ganze reloaden, sollte das natürlich schon anders aussehen. Und nun hat unser Div jetzt eine Größe, wie ihr seht, ist aber nicht auf der richtigen Position. Und setzen wir mal Top auf 0. Das heißt, das ist von Parent normalerweise. Ja. Und wie ihr seht, haben wir nun einen Schatten nach innen. Ob das jetzt schön ausschaut oder nicht, soll jetzt jeder selbst entscheiden. Kann man natürlich dran arbeiten. Sollen jetzt natürlich keine 25 Pixel werden, sondern vielleicht 3 oder so. Oder schauen wir mal, wie das aussieht. Ja, nicht besonders schön, aber wenn wir es in die gleiche Farbe gestalten wie der Schatten nach außen, könnte das eventuell noch bescheuerter aussehen. Naja, okay. Lassen wir hier den Schatten weg. Den Image Shadow, mir gefällt er nicht wirklich, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich wollte euch nur mal zeigen, dass das natürlich auch möglich ist. Jetzt seht ihr, liegt unser Div
über unseren Buttons. Das ist natürlich scheiße. Das heißt, wir müssen unseren Z-Index von unseren Buttons auf 99 setzen, falls wir das nicht schon beim vorigen Tutorial gemacht haben. Ich weiß es nicht mehr. Wenn wir das hier jetzt natürlich nach oben setzen, funktionieren alle unsere Buttons wieder. Und wie ihr seht, wenn wir unsere Image abrunden, dann sieht man auch, dass die, wenn die weitergehen, hier sowas, so eine Abrundung haben. Wem das nicht gefällt, soll einfach auf dem Image Tag den Radius auf 0 setzen und die sind wieder zusammen, wie man sieht, wenn sie weitergehen. Okay. Jetzt müssen wir natürlich überall, haben wir gesagt, die Größe einstellen können. Bei unserem Image brauchen wir keine Höhe. Die Höhe sollten wir vorher natürlich perfekt anpassen an unseren Slider. Das heißt, wir geben hier die Width weg und naja, wir können von einer Standardhöhe ausgehen und sagen, unsere Standardgröße von unserem Image Slider ist 500 x 250 und das setzen wir auf unseren drei CSS-Klassen hier. Das ist doch ganz gut. Und jetzt sagen wir natürlich, wir wollen die Größe einstellen können, wie wir wollen. Sagen wir standardmäßig ist es die Größe. Und nun möchten wir natürlich sagen, okay, wenn alles gesetzt wurde, das heißt irgendwo hier, danach sagen wir Dollar Slider Window, kopieren wir uns das hier, sprechen wir all unsere Elemente an, die die ID Slider Window haben. Also sollte normalerweise nur ein Element sein, weil eine ID wird nur einmal vergeben, deine Klasse wird öfter vergeben. Und sagen hier CSS Width ist gleich Slide Width. Wenn wir das Slide Width genannt haben, Slide halt passt. Und kopieren uns das gleich 1, 2, 3, 4, 5. Das kann man natürlich schöner auch noch lösen. Ich habe jetzt nicht viel Zeit, deswegen machen wir das so. Und sagen Slide Height. Slide Height. Jedes zweite setzen wir Slide Height. Und dann sagen, ja, wobei wir brauchen es hier nicht, weil bei unserem Image stellen wir nur die Breite ein. Weil, wenn wir hier den Overflow, wir sollten selbst die Größe von unseren Bildern anpassen, dass sie in unseren Slider reinpassen. Wie ihr seht, sind meine Bilder etwas zu groß. Und wenn ich jetzt die Breite und die Höhe einstelle, dann verzerrt sich das Bild und diesen Effekt möchten wir natürlich nicht haben. So, jetzt haben wir hier Image Shadow. Okay. Es schaut gerade etwas weird aus. Das hängt aber hiermit zusammen, da ich das ja auch schon abgespeichert habe. Jetzt haben wir Slider Window gesetzt. Jetzt sagen wir, setzen wir unsere Klasse Image. Hier müssen wir natürlich dann einen Punkt machen. Und dann setzen wir noch unsere Klasse Image Shadow. Es bleibt jedem natürlich selbst überlassen, ob er ein Image Shadow verwenden möchte. Ach, speichern, reloaden das Ganze. Und wir haben nun frei wählbare Größen. Das heißt, wenn wir jetzt hier auf 700 gehen, dann verändert sich die Größe unseres Sliders automatisch. Das ist natürlich sehr schön. Wir können das Gleiche natürlich mit der Höhe machen. Und wie ihr seht, können wir so unseren Slider relativ schnell und simpel anpassen. Ja. Ich hoffe, euch hat das Video heute gefallen. Wenn ja, gebt mir einen Daumen nach oben,
Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren und schaltet das nächste Mal wieder ein. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt zum Tutorial, dann lasst es mich wissen. Schreibt es in die Kommentare oder schreibt mir auf Twitter oder schreibt mir eine E-Mail, wie auch immer. Und Wünsche sind natürlich auch immer willkommen, wenn ihr sagt, ihr möchtet irgendetwas ausprobieren oder ihr habt das ausprobiert und ihr habt das nicht richtig hinbekommen, ihr wollt wissen, wie das funktioniert, dann schreibt es mir in den Kommentaren und ich werde mich darum kümmern, werde ein Tutorial dazu erstellen. Dann wünsche ich euch was, eine schöne Nacht und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!